Grüezi miteinander, mein Name ist Marlis Kateia und ich möchte Ihnen etwas über meine Ausstellung erzählen, die am 4. Mai anfängt. Sie ist in der Galerie Tomasi Sprenger und läuft unter dem Titel Scheinwelten. Es ist etwas komisch, jetzt eigentlich über Bilder zu reden, weil Sie sehen die Bilder nicht. Und Bilder muss man ja eigentlich sehen. Und das ist aber der Ausgang, wie ich ja anfange mit meinen Bildern. Ich habe einfach ein leeres, weißes Blatt und darauf entsteht etwas. Irgendeine Fantasiewelt. Meine Bilder sind Collagen, das heisst, ich tue aus Heftli und Bildbandalten Sachen ausschneiden und stelle neue Welten zusammen. Welten, wie man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wo sich Organisches mit Anorganischem mischt, wo Natur und Stadt zusammenkommt. Und gleich stimmt etwas nicht bei diesen Welten. Es sind halt einfach Skiwelten. Und das sieht man manchmal erst, wenn man so ein Bild ein bisschen von Nähem anschaut, weil da fragt man sich dann plötzlich, ist jetzt das ein Blumenkohl oder ist das ein Baum? Und was ist das für ein Baum? Ah, das ist ja gar nicht ein richtiger Baum, ein Foto von einem richtigen Baum, sondern es ist, glaube ich, irgendein künstlicher Christbaum. Ist das ein Himmel oder ist das Unterwasser? Also die Welten haben auf eine Art ja auch keinen Standort. Etwas, was man heute nicht mehr haben darf. Man muss immer einen Standort haben. Das Interessante, was ich auch noch finde an diesen Bildern, ich habe alles Material zusammengesammelt aus einem Brockenhaus. Das Brockenhaus ist ja eigentlich ein heimlicher Kulturförderer hier in Witzigen. Das nur nebenbei. Und von der Sammelstelle im Floss. Einfach die Bildbände. Und so gesehen ist ja meine Kunst auch Recycle-Kunst. Die Vernissage ist am 4. Mai. Am 12. Mai retten Uwe Scheibler noch, am Sonntagmorgen, zum Thema Weinschelten. Mehr kann ich darüber auch nicht sagen, da muss man einfach vorbeigehen und das anschauen, weil das wird sicher spannend. Dann hoffe ich, dass möglichst viele von euch kommen zu dem Anlass und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Oh,